Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Final Fantasy 2 auf dem NES. Deutsche Übersetzung von den Star Trends von Phoenix Down. Ich hab's glaube ich doch richtig im Kopf. Ja, da geht er down. Da geht er down. Mit dabei ist wieder der Kill Bill. Yes, der hat schon die ganze Zeit dazwischen gequatscht. Sehr gut. Und ich muss zugeben, ich habe mal ein bisschen hier noch weitergespielt auf Screen, habe mal ein bisschen hier Geld gemacht, wie man da unten sieht. 17.344 Gil. Damit wir dann im späteren Verlauf des Spiels auch noch ein bisschen Rüstung und Waffen und Krams kaufen können, ne? Ohne Probleme kaufen können. Wisst ihr Bescheid. Und jetzt gehen wir rein, in die Höhle. Ja, in die Höhle. Jetzt gucken wir mal in die Höhle rein. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal drin waren. Wir haben nämlich noch eine Aufnahme gestartet und die ging grandios in die Hose. Ruckelt das bei dir auch, oder? Wie bitte? Ruckelt das bei dir auch? Nee, ne? Nee, bei mir ruckelt das nicht. Okay, alles klar, nee, gut. Dann ich muss mal eben das Spiel ein bisschen leiser machen. Ich glaube, das ist ein bisschen gegenüber dir laut. Nein, das ist bei mir, ich höre gar nichts. Bei dem Spiel. Ich höre gar nichts. So müsste es jetzt besser sein. Nee, ich meine bei mir. So, Kampf. Kampf gegen den Troll. Gegen Kobold, Verzeihung. Der Kobold. Kobold. Ja. Das kriegen die alle langsam und allmählich auf den Sack. Aber ich sag mal jetzt Pro-Gamer, weil wir jetzt schon wissen, wo wir lang müssen. Ja, wir wissen ganz genau, wo wir lang müssen und so ein Scheiß. Wir haben jetzt bestimmt 2 Stunden oder so aufgenommen und danach war dann die Aufnahme für den Sack. Ja, weil irgendwie Egon. Ja, aber Ekel Egon hat zugeschlagen. Ekel Egon, aber. Guck mal, ich spule ein bisschen vor. Das dauert hier nämlich alles ein bisschen. Wie auch seht ihr, die LP und so, die sind auch ein bisschen höher. Etwas. So, jetzt können wir Knoblauch mitnehmen. Knoblauch. Und, achso, da ist nichts weiter, ja. Ach ja, den Bug wollte ich jetzt mal auch aufklären. Aber das mache ich nachher im Shop dann mal. Der Item-Bug, Ja, das ist. Also der mit dem Icon-Item-Bug. Icon-Bug. Icon-Bug. Item-Icon-Bug. Oh, jetzt klingelt mein Telefon. Nein, das ist gerade schlecht. Wir sind gleich wieder da. Ja. So, da sind wir schon wieder da. Fertig mit Telefonieren. Oh. Nein, sind wir noch nicht, denn die Verbindung wurde getrennt. Die Verbindung wurde getrennt? Ja, ich weiß nicht. Oh. Du bist nicht mehr drin? Nein. Ich kämpfe schon mal weiter. Ja. Während du dich versuchst, wieder draufzuschalten, weil... Genau so machen wir das. Genau so machen wir das. Weil das ja so ist, ne? So machen wir es. Oh, ich spule nochmal vor. Oh, Verbindungsübersicht. Zack, bin ich wieder da. Nietzsche. Nichts, ja. War hier überhaupt was hier oben? Ah, eine Truhe, genau. Ja, hier ist keine Mimik drin. Huch. Was steht da? Ich kann es nicht Gilder halten. Da ist ja, nämlich von dem Aufnahme... Kannst du das kleiner machen? Wie war denn das? Was hast du im letzten Mal einen Trick gemacht, ne? Ja, du hast die Zeit weggemacht, nur durch diesen Drehkurser. Ja, das habe ich das letzte Mal gemacht, stimmt. Ob ich das jetzt hier mal mitten in der Aufnahme mache? Ich mach das mal. Das ging doch schnell. Klick. Außerdem den Kampf, den können wir so schön ins Vorstellen. Ja, genau. Perfekt. So. Bin mal gespannt, was man dann alles im Video am Ende sieht. Ich weiß nicht, was das hier alles aufnimmt. Ob das hier den kompletten Desktop quasi aufnimmt oder wirklich bloß das, was aus dem Bild rausgesprungen kommt. Nee, es nimmt alles auf. Das hat man in der ersten Sort. Ah nee, du hast da noch andere. Ich verrate aber nicht, was ich benutze. Sicher, sicher. Sonst kommen dann die Leute an und rennen mir dann die Bude ein und wollen mir dann das Programm abkaufen. Genau, wahrscheinlich. Das ist so. Ja. Ich habe den Timer gar nicht gestartet. Schade, dass ich nicht beim Treffen dabei war, ne? Ja, übrigens, das Treffen war wirklich gut. Ja. Der Aggressor hat seinen Street Fighter-Titel, ich glaube, verteidigt. Echt? Mhm. Aber der Red, der hatte auch einen vergleichsweise schlechten Street Fighter Tag. Seine Hände waren steif. Ja. Alter. Na klar. Alt und gebrechlich. Kein Effekt. Was war das mit Matthias, wo der da irgendwie auf dem Stein ist und so? Ja, D-Force. Total toll. Der ist dann, wir standen schön draußen, haben da ein bisschen palavert. Und da hat dann der Blacker King. Er hat dann dem D-Force irgendeine Frage gestellt, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Dann hat er erst angefangen ein bisschen zu erzählen, ist dann dabei rumgelaufen. Und ist dann, während er gelaufen ist, auf so einen kleinen Stein geklettert. Oder draufgestiegen, besser gesagt. Und hat dann seine Rede dort fortgesetzt, auf dem Stein. Das war dann sein Podest. Ah, okay. Also ich kann das nicht mitnehmen, oder was? Was ging es da eigentlich? Ich weiß es nicht mehr, worum es ging. Doch, du musst auf einen leeren Fleck gehen, denke ich. Ja, jetzt geht's. Komisch. Exit. Okay, keiner weiß, worum es ging. Okay. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Vielleicht weiß es der Blacker King noch. Aber ich mag jetzt nicht den Joker ziehen. Nee, lass mal.
Da wird's uns schon sagen, ja. Ich glaube, ich wollte die auf Blitz maken. Ich glaube, ich wollte die auf Blitz skillen, die Frau. Ja, die irgendwie wollte da auf jeden Fall was Gescheites machen. Zum Beispiel vorspulen. Ja, das auf jeden Fall. Das ist eine gute Option, die wir öfters mal machen. Nichts. Ah ja, hier geht's weiter. Super Animation hier im Wasser. Ja, denk dran, hier können wir Exit kriegen als Zauber. Genau. Ich muss jetzt hier nochmal überall rumgucken, weil hier sind nämlich noch überall nette kleine Trüchen versteckt. Wir sind ja noch auf der Suche nach der Myrrhe. Mithril. Mithril war's, ne? Ja, das kommt gleich, ja. Mithril ist mal auf der Suche. Auf der Suche nach der Myrrhe. Auf der Suche nach Mithril. Die sehen wir hier. Im dritten Untergeschoss der Höhle trefft ihr auf die gefangenen Männer aus Salamando. Nelly und den Dieb Paul, den es ebenfalls auf der Suche nach Mithril in die Höhle verschlagen hat. Im untersten Level findet ihr im Nordosten den höchst nützlichen Exit-Zauber, der von einer Schildkröte bewacht wird. Mhm. 2 bis 3 Mal Eis benutzt und sie ist hinüber. Hinter einer Tür findet ihr... Spoiler doch nicht Mithril. So viel. Nein, ich spoiler nicht, das ist unser Wegbegleiter. Ja, natürlich. Aber ich jetzt wissen die Leute doch schon, dass die große Schildkröte kommt, die wir ganz schnell besiegen. Aber die haben sie noch nicht gesehen. Ja, da eben drum. Allein die Optik ist geil. Die kann ich euch ja nicht erzählen, die Optik. So. Auf jeden Fall erstmal weiter, damit wir wissen, wo es lang geht. Hinter einer Tür findet ihr hier das Mithril in einem Wasserfall, das von einem Leutnant bewacht wird. Dieser Gegner solltet ihr vorrangig mit Waffen angreifen und dabei ausgiebig Gebrauch von Heilzauber machen, denn dann sollte er bald Geschichte sein. So, bis dahin machen wir erstmal eine Kugel. Die ganzen Kämpfe. Oh, hier neuer Gegner. Ballon. Oder so. Nein, Bomber. Ah ja, das waren die Bomber, genau. Die ja später ja noch vorkommen manchmal, ne? Und nur manchmal. Manchmal. Aber nur manchmal. Aber nur manchmal. Haben Bomber. Haben Bomber wie du. Popper wie du. Ja. Kennst du das noch? Kennst du die Popper-Frisur oder den Popper-Style oder sowas? Ja, cool. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das selber miterlebt habe, weil dafür bin ich dann doch zu jung. Aber es sieht cool aus, wenn man sich da mal so ein paar Fotos oder sowas mal ergoogelt. Sieht richtig scharf aus. Wundert mich, dass das heute nicht wieder Mode ist. Das war aber Hopper. Das war kam nicht von Hip-Hop. Popper hießen die, nicht Popper. Nee, doch, Popper. Die in den 80ern. Oder waren 60er? Popper. P-O-P-E-R oder P-O-P-P-E-R. Ich weiß nicht, ob das was mit Poppen zu tun hatte. Das war... Wahrscheinlich hat das irgendwas mit Popmusik zu tun. Popper. Mit der WP. Sag ich doch. Guck dir die mal an. Die sehen richtig cool aus, die Leute, oder? Jugendkult. Westdeutschland, DDR. 80er Jahre. Was? Was? Boah, hier ist gerade was explodiert. Ja, das war eine Bombe. Toll. Was denn? Das war ein Bomben. So, kein Effekt, ey. Komm, jetzt box doch endlich mal die Leute tot, ohne Scheiß. Level up mit dem Bogen hoch, cool. 1, 2 oder 3, letzte Chance. Verdammt. In den anderen Türen ist hier übrigens nichts versteckt. Deswegen, wenn ich hier den Ausgang gefunden habe, gehe ich einfach weiter. Oh, übrigens, gehe ich einfach weiter. Guck mal, der Guy ist fast kaputt. Deswegen benutzen wir hier die Magie von Min auf Guy. Die Magie. Hast du dir Magika mal angeguckt? Nee, noch nicht. Musst du mal unbedingt machen, das ist echt witzig. Ja, wollte ich eigentlich aber. Komm schon dazu. Da kam heute zum Aufnahmezeitpunkt Folge 2 raus gerade. Ich hab's gesehen. Ich wollte ja nur mal die Leute darauf hinweisen. Übrigens wollte ich auch mal die Leute darauf hinweisen, es gibt ja solche Social-Media-Plattformen, namentlich zum Beispiel Facebook, wo man mich anklicken kann und auf Gefällt mir drücken kann. Facebook. Immer unter dem Video. facebook.com/lommengrace.de. Total witzig. Es gab ja das. Einmal unter dem Video in der Infos gucken. Ja. Aber es gab da ja dieses Rebrand, ja. Vorher war es ja LOMP Hunter LP. Ja. Und jetzt ist es ja lommengrace.de bei Facebook. Dabei habe ich da bloß lommengrace als Namen eingegeben. Die haben da einfach ein .de hinten dran gehängt. Weiß nicht, wo das herkam. Guck mal, Min ist fast tot. Der ist ja doof. Min? Ja. Ja, ist der ultra krasse Player, Mann. Das ist der krasse Player, den dürfen wir nicht verrecken lassen, weil Min ist Min. Min wird uns das ganze Spiel noch Min, come on.
Hatte ich doch geguckt, ne, wie die hießen irgendwie. War denn das mit Lumi? Der hieß irgendwie so anders. Ja, das Gefühl, du wirst immer leiser oder so. Echt? Jetzt warst du wieder normal. Oh, da ist was. So alles? Nee, ist komisch. So, auch als ob du im Bad gerade sprichst. Nein! Doch. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Ja, ist ja auch. Erstmal zweitens. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. So, ja, vorspulen. Wir wollen jetzt hier wirklich mal aus der Potte kommen. Ja, hast du jetzt gehört eigentlich hier? Secret of Mana, was soll neu aufgenommen werden? Ja. Remake. Ach, ein Remake? So, also. Ja, also der dritte Teil, da muss man. Also. Ja, genau, ich dachte, es sollte so eine Art wie dritter Teil halt werden, ne? Aber so richtig im Mana-Style, so wie Secret of Mana 1 und 2. Nee. Als, die wollen einen neuen Teil rausbringen, plus ein Remakes, die alten noch. Ach so. Auf die CD mit. Na, hast du natürlich gelesen. Und das wäre ja krass eigentlich, weil dann würde ja zum ersten Mal theoretisch, von der offizieller Seite, theoretisch Mana 2 eingedeutscht. Das muss nicht sein. Zumindest kenne ich es von Nintendos Seite her so. Könnte ja Square dann eventuell genauso machen, Square Enix. Und zwar, dass sie einfach die englische Version nehmen oder die japanische. Naja, japanisch aber nicht. Aber ja, nee, das haben sie aber jetzt oft gemacht. Sie haben schon mittlerweile Chrono Trigger eingedeutscht. Ja. Die haben mittlerweile Final Fantasy, klar, über Game Boy Advance. Ach ja, da gab es ja auch noch. Gab es echt eine Version von Chrono Trigger? Ja, die haben mittlerweile einiges eingedeutscht. So, jetzt geht's weiter. Offiziell. Ich glaube, Hilfe. Genauso Final Mitröl. Genauso Final Fantasy 5 haben sie eingedeutscht auf der GBA-Version. Hm. Also es gibt schon offizielle Übersetzungen mittlerweile. Das wäre dann aber das erste Mal, dass sie dann, wie gesagt, Secret of Mana 2 eindeutschen. So, jetzt hier. Nelly, wir haben Nelly gefunden. Nee, daneben der Paul, die Kammer. Ja, Paul, das Kind ist Josefs Tochter. Bogan hielt sie als Geisel fest. Das Mithril muss tief in der Höhle sein, aber ich fand es nicht. Ich befreie die Sklaven, Mithril. What the fuck? Windrose, what the fuck? Wut, Lander, Wut. Objekt, Medizin. Ah, hier ist nichts. Weg sind sie. Ich hab sie wegmediziniert. Weiter geht's. Cool. Was ich mal jedem empfehlen kann, der das Spiel mal reinhaut, einfach mal auf der Weltkarte stehen bleiben, die Musik oder den Ton halt auf Kopfhörer legen, sich die Kopfhörer aufsetzen, dann mal eine halbe Stunde Augen zumachen und dabei der Musik lauschen. Echt ohne Scheiß, du kommst da in wirklich in einen zen-artigen Zustand. Innerer Frieden und alles ist geil. Wenn du dann wieder aufwachst nach der halben Stunde, weil du dir dann denkst, jetzt muss ich mal wieder was Normales machen, dann wirst du wahrscheinlich sehr bekifft aussehen. Ultra bekifft. Hier ist ein ja, dieser Min heißt eigentlich Min. Min Quan. Min Quan, so heißt sie, glaube ich, ein Chinese um die Ecke bei mir. Also offiziell in Japan hieß er Ming Wu. Ming Wu. Nee, Wu. Ming Wu. No as Min. Min oder Min? Min Wu, ne? Ja, wir haben ihn dann Min genannt, ne? Und da kommt eigentlich noch ein Wu hinten dran. Ja, eigentlich, nee, Ming Wu. Eigentlich wird ausgesprochen als Ming, also mit G. Also Ming. Mit G. Und dann, G wie Gustav. Ja. Ja, eigentlich ausgesprochen, von der Sprache her. Ming Wu heißt eigentlich auf Japanisch. Ming Wu. Ming Wu. Und Neo Demiforce, wer die Übersetzung hier gemacht hat, der hat einen Min bloß genannt. Ist Demiforce nicht Phoenix Down? Nein. Wer war denn mit Phoenix Down? Phoenix Down hat die deutsche Übersetzung gemacht und hat dazu als Grundlage Demiforce Englisch genommen. Thank you. Ja. So war das. Thank you very much. Ja, so war's. Und dann auch noch eine ältere, eine 1.2er Version. Weißt du wirklich? Boah, machen die überhaupt noch Schaden? Die machen überhaupt keinen Schaden mehr, oder? Ich denke, du bist jetzt so ultra krass geflasht hier. Ja, weil die haben doch bestimmt hier irgend so ein, wie bei Dragon Quest, machen die dann bestimmt irgend so einen Zauber, wo die sich Verteidigung hochpowern, weißt du? Oh, jetzt war fertig mit deinem scheiß Arsch hier. So, pass mal auf, wir machen das jetzt folgendermaßen, ne? Kampf, Marquis mit Blitz auf den da, Kampf auf den da, und der macht jetzt Marquis. Ich werde das jetzt einfach weiter Marquis nennen, das klingt toll. Lösch auf alle. Was auch immer Lösch macht. Lösch ist sowas wie sofort. Jetzt macht er wieder HP-Schaden. Achso, war ein super Treffer. Okay, alles klar. Lösch. Eisabwehr runter. Eisabwehr runter. Physische Abwehr runter. Ach, Löschen ist irgend sowas, eine Abwehr runter.
Blitzjunge. So, jetzt können wir weiter drauf pelzen, oder was? Pelzen! Los, gib mir deinen Pelz. Boah, ey! Die geben mir auf den Jack. Kibbel, mach was. Zauber, los. Sehr gut. Ich hab sie alle weggezogen. Yay. Ah, endlich! Boah, das war ja echt scheiße. Also jetzt haben wir den Paul auf jeden Fall gefunden, der da in der Höhle sich verirrt hat und nach dem Mythril gesucht hat. Ja. Und jetzt wollen wir langsam mal den Exe-Zauber uns holen, der ja auch super versteckt war hier. War der so versteckt? Ja, weil im Grunde haben wir ja... Den Exe-Zauber kommt man doch von der Schildkröte, oder? Ja. Ah, hier geht's nicht weiter. Shit. Aber wo waren die? Okay, Leute, wie es dann weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge, würde ich mal so sagen. Und da waren dann die Schildkröte finden. Ja, aber erstmal den Kampf noch fertig. Und dann gehen wir wieder Richtung der Schildkröte, die schon angekündigt wurde. Also, mach's schon mal gut. Bis dahin und tschaußen.